Eingriffe, Tiefenbohrungen erschließen ließ, kam in die Tanks, in die gedruckten Texte, in die Geschäftsbilanzen. Der Mittelgrund wurde verbreitert, die repräsentativen Funktionen vermehrten sich, Gerichte wurden umbesetzt, Verwaltungen erweitert, die Angriffspunkte für Handlungen, Produktionen, Publikationen proliferierten, neue Ämter schossen aus dem Boden, die Zahl der Karrierechancen multiplizierte sich um den Faktor 1000. Und etwas von alledem klingt in Paul Valéry's maliziöser These mit, die Franzosen und eo ipso die Modernen hätten aus der Revolution eine Routine gemacht. Der wahre und wirkliche Grundbegriff der Moderne lautet nicht Revolution, sondern Explikation. Explikation ist der wahre Name des Werdens für unsere Zeit, den man durch die herkömmlichen Modi des Werdens, durch Drift, durch Nachahmung, durch Katastrophe oder kreative Rekombination nachordnen oder zur Seite stellen kann. Gilles Deleuze artikulierte einen verwandten Gedanken, als er den Ereignistyp Revolution auf das molekulare Niveau zu versetzen versuchte, um den Ambivalenzen des Handelns in der Masse zu entgehen. Nicht die voluminöse Umwälzung zählt, sondern das Fließen, das diskrete Weitergehen in den nächsten Zustand, die anhaltende Flucht aus dem Status quo. Im molekularen Bereich kommt es allein auf kleine und kleinste Manöver an und alles Neue, das weiterführt, ist operativ. Die Sichtbarkeit der wirklichen Innovation geht auf den Explikationseffekt zurück. Was dann als eine Revolution ausgelobt wird, ist in der Regel nur noch der Lärm, der aufkommt, wenn das Ereignis vorüber ist. Das gegenwärtige Zeitalter wälzt die Dinge, die Zustände, die Themen nicht um. Es entfaltet sie, es zieht sie nach vorne, es legt sie in die Fläche auseinander, es setzt sie unter Manifestationszwang, es buchstabiert sie analytisch neu und baut sie in synthetische Routinen ein. Es macht aus Vermutungen Operationen. Es gibt konfusen Ausdrucksspannungen exakte Methoden in die Hand. Es übersetzt Träume in Gebrauchsanleitungen. Es bewaffnet das Ressentiment. Es lässt die Liebe auf zahllosen, neu erfundenen Instrumenten spielen. Es will über Hintergründiges, Eingefaltetes, vormals Unverfügbares und Entzogenes alles wissen. Jedenfalls so viel, um es für neue Vordergrundhandlungen, für Ausfaltungen und Aufspaltungen, für Eingriffe und Umformungen zur Verfügung zu stellen. Es übersetzt das Monströse ins Alltägliche. Es erfindet Verfahren, um Unerhörtes ins Register des Realen einzubauen. Es schafft die Tasten, die den Benutzern leichten Zugriff auf bisher Unmögliches erlaubten. Es sagt den Seinen, Ohnmacht gibt es nicht. Was du nicht kannst, das kannst du lernen. Zu Recht heißt es das technische Zeitalter. Mit der spekulativen Erweiterung des Konzepts Immunität habe ich einen Hintergrund gewonnen, vor dem sich die von Sigmund Freud in die Welt gesetzte Legende von den drei Kränkungen der neuzeitlichen Menschheit durch die Wissenschaften kritisch widerlesen lässt. Wie man weiß, waren Freud und seine Mitstreiter in den Gründungsjahren der psychoanalytischen Bewegung über die vermeintlich widerwillige Aufnahme ihrer Doktrinen bei der Fachwelt wie beim allgemeinen Publikum stark irritiert. Während man aus historischer Distanz eher geneigt ist, die rasche Ausbreitung der Psychoanalyse als ein Erfolgsphänomen zu betrachten, das in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte kaum seinesgleichen hat, standen Freud selbst und die erste Generation seiner Schüler unter dem Eindruck einer massiven Welle von Unverständnis, Ablehnung und Gleichgültigkeit zu begegnen. Sie sannen über Methoden nach, die vorgeblichen Widerstände gegen die Psychoanalyse als zusätzliches Argument für die Wahrheit ihrer Veröffentlichung zu präsentieren. Im Jahr 1917 verfasste Freud einen folgenreichen kleinen Aufsatz unter dem Titel »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«, indem er die angebliche Weigerung der Öffentlichkeit, seine Theorie der Neurose zu akzeptieren, als ein Phänomen des narzisstischen Widerstands gegen kränkende Erkenntnisse interpretierte. Diese Einlassungen wären ohne Zweifel wie zahlreiche andere inferiore Gelehrtenquerelen vergessen worden,
Wären sie nicht in eine ingeniöse kleine Theorie eingebettet gewesen, in der die Geschichte der neueren Wissenschaften insgesamt als ein Prozess fortschreitender Kränkungen gedeutet wurde. Hier wurde das von Nietzsche entdeckte Motiv vom Nachteil der Analyse für das Leben in eine Kurzgeschichte der Neuzeit übersetzt. Mit großem Vereinfachungstalent fingierte Freud ein Modell zunehmender Benachteiligung des menschlichen Selbstgefühls durch die wachsende Einsicht, eine Art Drei-Stadien-Theorie des Kränkungsfortschritts. Zuerst habe Kopernikus dem kosmologischen Narzissmus der Menschheit einen unverwindbaren Schlag versetzt, als er den Beweis für das heliozentrische Weltbild erbrachte und damit die Heimat des Menschen, die Erde, aus dem Mittelpunkt des Universums rückte. Danach habe Darwin der menschlichen Überhebung über die Tierwelt ein Ende bereitet, als er durch seine Deszendenztheorie den Menschen in die Tierreihe zurückplatzierte und ihm die Verwandtschaft mit den Großaffen zumutete. Und zuletzt habe die Psychoanalyse die dritte und die empfindlichste Kränkung hervorgerufen, indem sie den Beweis antrat für die These, dass das sexuelle Triebleben in uns nie voll zu bändigen sei und die maßgeblichen seelischen Vorgänge in der Hauptsache unbewusst abliefen, woraus sich zwingend der Schluss ergebe, dass ich sei nicht mehr Herr im eigenen Hause. Der künstliche Mythos ist nicht ohne Finesse konstruiert, zum einen, weil er den nicht genannten Namen Freuds in die Sukzession der Autoritäten Kopernikus und Darwin rückt, und zum anderen, weil er so etwas wie eine Teleologie im Prozess der Kränkungen vermuten lässt, insofern die Reihe vom Kosmologischen über das Biologische zum Psychologischen eine zunehmende Subjektivierung vorgibt. Der Begriff Kränkung nimmt in dieser Geschichte eine immer intimer werdende kognitive Färbung an. Er verweist auf eine intellektuelle Entwicklung, in der sich der neugierige und für Wahrheit offene Mensch mehr und mehr als derjenige herausstellt, der sich einen wachsenden Nachteil, er selbst zu sein, einhandelt. Er büßt seine Aufklärung mit schweren Schäden an seinem kognitiven Immunfeld ab. Der Preis der Aufklärung über die Lage und Funktion des Menschen in der Evolution, so scheint Freund im Anschluss an Nietzsche sagen zu wollen, ist die Vertreibung aus den narzisstisch-illusionären Paradiesen. Wie gesagt, die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, leer und kalt. Bemerkenswert ist, dass solche Aussichten den kühnen Psychologen nicht zu dem Schluss bringen, von seinem Unternehmen abzulassen. Wie sein Zeitgenosse Max Weber hält Freud an der maßvoll heroischen Auffassung fest, dass Menschen, die an der Weltentzauberung durch Wissenschaft beteiligt sind, sich ihrer unumgänglichen Ernüchterung gewachsen zeigen müssen. Aus seinem stoischen Willen zur Nüchternheit leitet er das Recht, ja die Pflicht, zu einem gewissen publizistischen Sadismus ab. Er ist offenbar stolz auf seine Fähigkeit, sich früher als andere den historisch fälligen Kränkungen auszusetzen, um diese an ein Publikum von erst noch zu Kränkenden weiterzugeben. Und dieser Stolz lässt ahnen, dass seine Träger sich versprechen, dennoch ein gutes Geschäft zu machen. Denn wer Kränkungen antizipiert und publiziert, kann aus der allgemeinen Ernüchterung als relativer Gewinner hervorgehen. Aus dem Nachteil des Erkennenden, der zu sein, der er ist, zieht der Publizist der Entzauberung den Vorteil, den anderen vorauszueilen und ihnen Unwillkommenes auf den Kopf zuzusagen. Und bei solcher Darstellung erweist sich Aufklärung als ein böses Spiel. Denn soweit sie als Kränkungsgeschichte fortschreiten muss, wäre sie der Versuch, den Retrovirus des Wissens in die narzisstischen Immunsysteme einer noch in Illusionen geborgenen Gruppe einzuimpfen, damit er diese von innen her dekonstruiert. Der Aufklärer ist der Freund, der meine Illusion nicht gerettet hat. Wenn von einem latenten Sadismus der wissenschaftlichen Kränkungspublizistik die Rede war, sollte sichergestellt werden, dass dies nur in den engen Grenzen als Argument zur Person verstanden werden darf. Moral und Charakter von Individuen wie Darwin und Freud spielen für das Verständnis des Prozesses, den sie vorantreiben, eine untergeordnete Rolle. Die Großmeister der narzissmusstörenden Forschung
sind nur Teilnehmer an einem epochalen kognitiven Projekt, das sich mit der Gewalt des Unumgänglichen durch sie hindurch exekutiert. Das zeigt sich vor allem daran, dass der von Freud zu seinen Gunsten stilisierte Vorgang nicht bei der psychoanalytischen Aufklärung zum Stehen kam. Man kann mit guten Gründen der Meinung sein, dass die wissenschaftlichen Kränkungen des anthropologischen Narzissmus bis hin zu Freud letztlich nur rhetorischer Art gewesen sind und dass die Hardcore-Phase der Ernüchterungsgeschichte erst jenseits der Freudschen dritten Kränkung begonnen hat. Tatsächlich wirken heute die freudianisch gebildeten Psychologen neben den Vertretern der Grundlagenforschung wie eine Schola von schönen Seelen. Der Kognitionsbiologe Günther Vollmer hat die Wissenschaftsgeschichte der vergangenen 50 Jahre als eine Sturmflut aus sich ständig beschleunigenden Kränkungswellen beschrieben, von deren Wucht auch die letzten Reste des altmenschlichen, religiös oder metaphysisch kodierten Gattungsnarzissmus weggerissen worden sind. Nach Vollmer geht die vierte Kränkung auf das Konto der Humanethologie, also jener Wissenschaft, die nicht nur die menschliche Physis, sondern darüber hinaus auch das menschliche Kulturverhalten in die stammesgeschichtliche Kontinuität mit Entwicklungen im Tierreich einzuschreiben versucht. Eine fünfte löst nach ihm die evolutionäre Erkenntnistheorie aus. Sie reicht bis an das Herz des rationalistischen Narzissmus, der zu der Einsicht gezwungen wird, dass der menschliche Erkenntnisapparat soeben ausreicht, die kognitive Nische, die Homo sapiens bewohnt, die mesokosmische Erscheinungswelt in manchen Aspekten als erschlossenen Raum zu beleuchten. Hingegen taugt er in den ungeheuren, weiten, mikro- und makrokosmischer Realität nur zum Nachtwandeln. Der Mensch bleibt in dieser Sicht zwar immer noch ein logisches Ausnahmetier, er ist aber nur der Maulwurf des Universums, der sich in einem engen kognitiven Tunnel vorwärts gräbt. Diese epistemologische Kränkung greift tiefste Schichten unseres unvordenklichen kognitiven Optimismus an und versetzt dem intellektuellen Urvertrauen in die ontologische Adäquationskraft unseres Erkenntnisapparats einen vernichtenden Schlag. Und schon im nächsten Augenblick müssen wir uns bereit machen, den Angriff der sechsten Welle hinzunehmen, der die umstrittene Soziobiologie führt. Sie zertrümmert, zumindest dem Selbstverständnis ihrer Urheber nach, die schmeichelhafte Selbsttäuschung des Menschen, er könne sein Verhalten in holistischen, altruistischen, idealistischen und desinteressierten Motiven fundieren. Auf dem Grund allen Verhaltens entdeckt die Soziobiologie einen gegen Individual- und Speziesinteressen gleichgültigen Egoismus der Gene. Im Mittelpunkt des Welttheaters stünden demnach weder Arten noch Einzelne, beide wären nur Masken und Mittel einer vormenschlichen Zentralkraft, die sich als Wille zur Macht des Gens bestimmen ließe. In moralphilosophischer Sicht würde, so treffen diese Annahmen zu, ein Jahrhundert, ein Jahrtausend der Wölfe eingeläutet und jener Egoismus, der in allen Hochkulturen als Inbegriff des Bösen bekämpft wurde, bekäme mit einem Mal eine wissenschaftliche Sanktion. Die Gene wären gleichsam rücksichtslose Götter, die in souveräner Blindheit ihre Ziele verfolgen. An siebenter Stelle folgt in Vollmers Szenario die Computerkränkung. Sie hat im Wesentlichen zwei Gesichter, ein anthropologisches, das den Menschen als sein maschinelles Double anblickt und ihn mit Nachäffungen beschämt, und ein medienhistorisches, das den bisherigen Menschen, sofern er ein merkfähiges, sprechendes, schreibendes Kulturtier war, deklassiert und ihm das Bewusstsein davon aufzwingt, wie antiquiert und unzulänglich er in diesen Belangen künftig dasteht. Aber damit ist nur die Serie der bereits vollzogenen Kränkungen ausgeschrieben und es steht fest, dass die Skala der Blamagen für den anthropologischen Narzissmus nach oben offen ist. Schon kündigen sich zwei weitere unheimliche Gäste an, die versprechen, den Gastgeber Mensch endgültig aus dem eigenen Haus zu werfen. Zum einen die ökologische Kränkung, die sich anschickt zu beweisen, dass Menschen heißer Kulturen komplexe Umweltsysteme langfristig nur missdeuten und zerstören, aber weder verstehen noch schonen können. Und schließlich eine neurobiologische Kränkung, die von der Allianz zwischen Genetik, Bionik und Robotik ausgehen wird und die es in Kürze dahin bringt, dass die intimsten, selbsthaften Manifestationen der menschlichen Existenz
wie Liebe, Kreativität, Willensfreiheit und dergleichen in einem von